Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Setz dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kalibrieren. Gut, fertig. Was wollen die denn von dieser Aristin-Tussi? Keine Ahnung. Wir stellen keine Fragen, Red. Wir gehorchen. Stokes, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristin, Präsidentin der Armacom Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armacom-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. CENTCOM glaubt, der Aufsichtsrat von Armacom möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristin auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny, setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, los jetzt! Denkt dran, Leute, Fingerstiller. Der Auftrag lautet, nicht zu töten. Scheißdreck, Mann, was ist an der so wichtig? Soll das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armacamp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Eure Haltestelle, Jungs. Es gibt Ärger. Los jetzt. Unterm Tor durch, Beckett. Hinterzimmer klar. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse, aber offenbar ist er blockiert. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es! Da ist einer fast verblutet. Hol einen Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arterie Subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt! Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Viel Spaß nicht damit. Schon wieder. Keegan, was ist los? Mist! Ah, du Hurensohn! Er blutet. Verdammt! Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter. Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm. Naja, er überlebt. Ist okay, Keegan? Ich glaube, sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein. Schöner Blick, was? In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. Und achtet auf eure Ziele, Leute. Niemand erschießt Aristide. Denkt dran! Wir brauchen Kontakt! Bereit?
Ich will die Unterstützung hier haben! Prima, Beckett. Ihr geht hier durch. Ich suche den anderen Eingang. Brad, wo steckst du? Treppen steigen. Das tut mir echt leid. Von ganzem Herzen leid. Ach nee. Verborgene Tür. Mist, jemand stört das Signal. Klar.
Ich soll meine Tochter einsperren. Du hast es gewusst. Wir wussten es beide. Sergeant Beckett, wo ist der Rest des Teams? Wir haben wenig Zeit. Sie und Ihr Team sind unsere einzige Hoffnung, Alma zu stoppen. Oh Gott, das ist sie. Dieser Sturkopf hat uns wahrscheinlich eben umgebracht. Was ist los? Ist was? Wir haben wenig Zeit.